Griff. Es wird sogar ein bisschen besser. In Führung Liegel mit 133,5. Jetzt gilt es für Sven Hannawald vorzulegen. Sieht gut aus, oben steht sehr hoch in der Luft. Das geht weit hinunter für Hannawald. Über 130. Aber nicht gut genug für die Spitze. Kein Topspeed mit 90,1. Und auch nicht ganz die 130 geknackt. Nur 128,5. Vierter Platz für ihn. Das ist Schlagdistanz zur Spitze. Das ist aber auch schon 5 Punkte hinter Florian Liegel. Oben wenig auszusetzen. Für mich kein Fehler zu erkennen. Hatte gute Höhe. Vielleicht war nicht mehr möglich für ihn. Er sprang weiter als Kann jetzt, der auch nicht den besten Wind von vorne hatte. Ärgert sich Sven Hannawald. War das die Entscheidung um die Gesamtführung in der Tournee? Ein bisschen mehr Euphorie hätte man sich gewünscht. Auch bei den Betreuern. Sehr skeptische Reaktionen. Den zweiten Platz in der Tourneewertung wird er sicherlich verteidigen können. Auf jeden Fall bleibt er vor Jockelzoi. Mal sehen, wie gleich die Verhältnisse sind für Janne Ahon. Aber der sah so stark aus in allen Versuchen, die er hier gezeigt hat. Das ist der Maßstab. Andreas Goldberger. Zweimal schon hat er hier gewonnen in Bischofshofen. Zweimal auch die gesamte Tournee. Nicht so stark wie die Jungen. Das österreichische Team vor einem Generationswechsel. Und das hier in Bischofshofen, wo er diese großen Erfolge hatte. Auch er nur 117 Meter. Hat natürlich auch viel mehr drauf. Klar, Liegel Morgenstern, sie hatten die guten Verhältnisse. Aber in der Gesamtwertung ist der gute Goldi damit chancenlos. Verliert auf Hannawald nochmal knapp 12 Meter. Seine Ansprüche sind mit diesem Sprung zu Ende. Und der heißeste Kandidat für den Sieg, abgesehen mal von denen, die noch kommen, ist bislang der junge Florian Liegel. Vielleicht überlegt er sich's und macht noch weiter. Andreas Goldberger, Sigurd Pettersen werden wir hier sicher noch öfter sehen. Auch so einer, der so verletzungsanfällig ist, hat sich schon zigmal die Schulter ausgekugelt und war auch eben in der Qualifikation unglaublich gut. Mal sehen, ob er Hannawalds Weite knacken kann. Kann er. Respekt, Sigurd Pettersen hat einen unheimlich schnellen Ski und springt 134,5 Meter. Weiter als Liegel, das war der weiteste Satz des gesamten Durchgangs. Die Noten sind nicht ganz so gut und deswegen ist er im Moment nur Dritter. Landung war schlecht, daher der Abzug. Das wird man auch in Norwegen akzeptieren müssen, werden wir gleich sehen. Mit der Landung muss es Abzüge geben. Er macht sehr, sehr viel Betrieb, er macht Tempo. So muss das aussehen, wenn man Geschwindigkeit mitnimmt. Das war optimal. Und da sieht man fast, wie der im Hang noch mal hochsteigt. Und achten wir auf die Landung. Kein Telemark. Geschummelt, das rechte Bein dann vorgeschoben und daher die schlechten Noten. Und deswegen auch im Moment nur Rang 3. Vierter spät als bester Deutscher, fünfter Sven Hannawald. Die 128,5 Meter für ihn sind sicher zu schaffen für Janne Ahon. Aber er muss die Sprünge erstmal nach unten bringen. Primož Peterka, sechster in der Gesamtwertung, hatte Rückstand auf Hannawald von etwa 6,5 Meter. Dann müsste er jetzt um die Führung mitspringen. Müsste 135 Meter vorliegen. Dann würde er Rang 2 in der Gesamtwertung angreifen. Sehr schneller Ski für Peterka. Das ist der beste Sprung auf der Schanze bislang von Primož Peterka. Und wenn der auf einmal mit 91,1 Stundenkilometer anfährt und genauso weit springt für Hannawald, 1 Stundenkilometer schneller als Hannawald, dann ist das auch eine Aussage. Hat aber weniger Punkte und bleibt hinter Hannawald zurück. Also der zweite Rang für Hannawald ist bislang nicht in Gefahr.
Wer kann ihn noch attackieren? Natürlich Martin Höllwart, der nur ganz knapp hinter Hannawald insgesamt liegt, nur 1,5 Meter, und auch ein Adam Malisch in guter Form. Ist sicherlich auch noch was zu machen in der Anlaufgeschwindigkeit bei Hannawald. Ein Stundenkilometer langsamer als Peterka, das ist keinesfalls die Regel. Das ist ein großer Nachteil für Sven Hannawald. Muss zulegen zum zweiten Durchgang. Sicherlich ist auch der Speed mitentscheidend gewesen, dass es nicht weiter hinunterging für den Deutschen. Andreas Wietels. Noch nicht zurechtgekommen hier in allen Trainingssprüngen, auch nicht in der Qualifikation. Und dazu Seitenwind, kein Lüftchen von vorn. Alles andere als gute Voraussetzungen für Wietelzel. Steigert sich im Wettkampf, aber kann damit nicht in die Nähe des Sieges kommen. Schade, den Spaß am Skispringen lässt er sich trotzdem nicht verderben. 124,5 Meter für ihn, der mit großer Lockerheit sich erarbeitet hat. Nicht mehr so verbissen ist wie in früheren Jahren. Immer noch liegt in Führung Florian Liegel, der schon Zweiter war in Innsbruck, vor Thomas Morgenstern, Sigurd Pettersen, Vierter spät, Fünfter Hannawald, und nur noch drei sind oben, nämlich Malisch, Ahonen und Höllwart, die alle noch ein Wörtchen mitreden wollen in der Gesamtwertung. Er kommt jetzt, Adam Malisch, der polnische Volksheld, ein Ausnahmesportler. 7 Siege in der letzten Saison, noch keiner in dieser. Zu gern würde er hier seinen ersten feiern. 4 Meter Rückstand in der Gesamtwertung auf Sven Hannawald, der 128,5 vorgelegt hat. Und ein ähnlicher Kondensstreifen, der wäre nicht schlecht für Adam Malisch. Hat die schlechtesten Verhältnisse, neuer Rekord von allen, nämlich sogar Wind von hinten. Rückenwind oben, der ihn nie stört, aber der natürlich ihn nun wirklich nicht begünstigt. Auch der hätte lieber Aufwind. Sehr schwer für Malisch, jetzt einen guten Sprung zu machen. Eigentlich chancenlos, was die Führung angeht. Leidtragender der äußeren Umständen. Das tut uns leid für Adam Malisch. 9 Meter kürzer sogar als Hannawald. Hatte eben damit keine Chance. Aber natürlich, wenn sie jetzt Ahonen bei diesen Verhältnissen runterlassen, dann könnte es sogar sein, dass Hannawald möglicherweise den ein oder anderen Meter aufholt. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es gibt die klare Grafik hier bei uns in der Kabine. Rückenwind für Adam Malisch. Da hat er sich auf 119,5 Meter gehievt. Natürlich, Ahonen stärker einzuschätzen hier als Malisch. Auch er hat gezeigt, dass er die Schanze beherrscht. Aber wenn ein Könner wie Malisch sich quälen muss auf 119,5 Meter, 9 Meter verliert aus Sven Hannawald, dann gibt es sicher aus deutscher Sicht, bei allem Respekt vor Janne Ahonen und so sehr wir auch ihm als erstklassigen Sportsmann diesen Titel gönnen würden, kleine Hoffnung. Verhältnisse deutlich schlechter als bei Sven Hannawald. Und er wird runtergelassen. Rückenwind im Hang für Janne Ahonen. Springt er so weit wie Hannawald? Das waren 128,5. Sehr schneller Ski. Und er springt top. Lässt sich überhaupt nicht beirren. Er hat eine Menge draus gemacht aus diesen Verhältnissen. Fährt auch über 1 Stundenkilometer schneller an als Hannawald. Kann die Führungsweite nicht attackieren, Liegel. Das war klar bei diesen Verhältnissen, aber springt weiter als Hannawald. 130 Meter, wir ziehen den Hut vor Janne Ahonen. Wenn wir immer vom Wind sprechen, die waren für Ahonen noch schlechter als für Hannawald. Und noch höher einzuschätzen ist es, dass er dann trotzdem auf 130 Meter fliegt. Er ist zu Recht in Führung in der Gesamtwertung. Daran hat sich nichts geändert, hat das Ganze sogar noch ausgebaut um 1,5 Meter. Und jetzt müsste er dann schon 16,5 Meter verlieren oder 17,5, weil er auch noch gute Noten bekommt im zweiten Durchgang. Es wird immer unwahrscheinlicher und es sieht so aus, als ob er am Ende dieses Tages der nächste Sieger der Vierschanzentournee ist.
Vielleicht kann Martin Hülwart das zumindest noch ein bisschen spannend machen, aber auch er hat wie zuvor Ahonen Rückenwind, im Training nicht viel gezeigt. Jetzt sieht es ein bisschen günstiger wieder aus, was den Wind angeht. Und Hölwart ist als Kämpfer bekannt, aber damit kann er nichts anfangen. Sie fallen alle zurück und damit wird sich auf jeden Fall Sven Hannawald ohne Probleme behaupten auf seinem zweiten Rang. Hannawald Sechster nach diesem ersten Durchgang, Ahonen Vierter. Das ist das Entscheidende für die Tournee-Gesamtwertung. Zwei Teenager liegen in Führung, Florian Liegel und Thomas Morgenstern. Lachende österreichische Trainer, was die Jugend angeht. Aber dafür ist vor allem Alexander Pointner verantwortlich. Und natürlich derjenige, der das System geschaffen hat, Toni Innauer. Sigurd Pettersen liegt auf Rang 3. Und der Mann, der im Gesamtweltcup noch in Führung liegt, noch wohlgemerkt, fliegt hier hinunter auf 119 Meter. Denn Janne Ahonen wird ihn, wenn es normal läuft, heute auch da von Rang 1 verdrängen. Viel spricht für Janne Ahonen sehr viel. Da müsste schon alles schief gehen, da müsste er stürzen und dürfte nicht besonders weit springen. Sonst ist alles geebnet für seinen zweiten großen Triumph, für seinen zweiten Sieg bei der Vierschanzentournee. Martin Hölwart geht ab in Richtung Analyse. Und ein Durchgang, der wirklich in fairem Rahmen durchgeführt wurde. Die Besten hatten relativ ähnliche Verhältnisse. Janne Ahonen hat sich als der Beste präsentiert. Und zwei Österreicher, die wir auch in Zukunft zu beachten haben, nämlich Liegel und Morgenstern, führen hier in Bischofshofen. Also Ahonen auf Rang 4, Georg Späth mit seiner besten Platzierung überhaupt nach dem ersten Durchgang auf Rang 5. Nicht, dass das hier untergeht, das ist wunderschön. Hannawald auf Rang 6. Martin Schmidt, Stefan Pieper, Michael Uhrmann auf den Plätzen 16, 17 und 18. Jeder bewertet die Leistung auf seine Art. Für Pieper sicherlich am erfreulichsten, dass er da vorne mitmischt. Adam Malisch, nur 20. Kann sicherlich auch besser springen, hat aber auch Pech gehabt. Als einziger mit Rückenwind, mit massivem Rückenwind gesprungen. Tamik Yu, der Letzte, der als 30. es geschafft hat in den zweiten Durchgang. Stimmung zu machen. Unten. Er ist letztes Jahr so gefeiert worden, Sven Hannawald. Und auch in diesem Jahr ist die Leistung fast vergleichbar, weil er ja so spät angefangen hat, sich fit zu machen für die Tournee. Im Auge Janne Ahonen. Verhältnisse sind sehr gut. Oben relativ ruhig, im Hang gut. Also, so kann ein Hannawald ins Fliegen kommen, wenn jetzt vor allem mal die Geschwindigkeit stimmt. Der Ski muss schneller sein als vorhin. Und dazu etwas früher abspringen als vorhin. Andreas Bauer hält das Fähnchen. Jetzt unten sehr, sehr gute Bedingungen. Wenn sie ihn runterlassen, hat er eine gute Chance, sich noch ein paar Plätze nach vorn zu schieben. Auch Rudi Tusch muss sehen, wie Sven Hannawald jetzt zunächst mal seine ganzen Kräfte sammeln darf. Warum allerdings sie ihn jetzt nicht hinunterlassen, verstehe ich nicht ganz. Ich denke, auch Wolfgang Steyert wird rätseln, was da los ist. Denn eigentlich war es ganz gut. Gefährlich auf gar keinen Fall. Auch vergleichbar zu denen, die vorher dran waren. Vielleicht möchte die Jury ihm noch etwas bessere Verhältnisse ermöglichen. Aber noch besser als jetzt geht fast nicht. Also ich denke, es kann losgehen für Sven Hannawald. Wolfgang Steyert wird hektisch, weil er merkt, es ist sogar noch besser als eben. Wenn sie ihn jetzt runterlassen, hat er deutlich bessere Verhältnisse. Das könnte sich ausgehen für Hannawald. Dann kann er zumindest jetzt mal Rang 1 übernehmen. Wann schaltet die Ampel auf Grün? Vorstartspannung. Und schaltet Sven Hannawald jetzt noch mal den Turbo ein. Die Zuschauer helfen. Immer noch nicht sehr schnell unterwegs, aber diesmal geht's in Regionen, die zumindest reichen sollten,
für einen Spitzenplatz. Jetzt, auch wenn hier Raketen gezündet werden im Stadion, sind 127 Meter in Ordnung. Aber es ist nur Rang 2, 0,7 Punkte Rückstand auf Björn Einar Romören. Damit hat Hannawald den zweiten Platz in der Tourneewertung gesichert. Auf Angriff hat er so keine Chance. Es sah so aus, es ist ganz schwer zu erkennen in dieser Perspektive, als ob er oben wieder etwas zu spät gewesen ist. Hat Aufwind gehabt, wurde bei der Tournee sicherlich nicht begünstigt, aber Janne Ahonen, der mal Aufwind hatte in Oberstdorf, der ist hier benachteiligt worden im ersten Durchgang. Das gleicht sich im Laufe von 8 Sprüngen alles aus und er ist der Bessere, das haben wir oft genug gesagt. Sven Hannawald im Moment Zweiter, Ahonen muss es nur noch nach Hause fliegen. Da werden wir gleich in Ruhe zuschauen. Aber erstmal kämpft jetzt Georg Späth um das beste Ergebnis, was er überhaupt im Weltcup gebracht hat. Fünfter nach dem ersten Durchgang. Da zittert er den Sprung nach unten. Ach, das war sein schlechtester Sprung hier seit langem. Ah, hat er Nerven gezeigt. 117,5. Späth hat gewackelt nach 130 Metern im ersten Durchgang, wird durchgereicht auf Rang 8. Da kippen die Schienen ein bisschen nach vorne, da verliert er sofort an Höhe. Er ist sicherer Zwölfter, das ist seine zweitbeste Saisonplatzierung, auch wenn das weiter selbst heute viel mehr möglich war. So, und jetzt muss er sich seinen Tourneesieg abholen, Janne Ahonen. Vorsprung auf Sven Hannawald ist angewachsen nach dem ersten Durchgang auf 17,5 Meter. Er muss also nur 110 Meter springen, dann hat er die Tournee zum zweiten Mal in seiner Karriere gewonnen. Er hat es schon abgehakt, glaubt nicht mehr an ein Wunder. Wind von der Seite, nicht besonders günstig erneut, aber wer zweifelt daran, dass er es packt? Er packt's. Sieht so stabil aus, so schnell unterwegs. Hat seine Pflicht erfüllt. Janne Ahonen, wir gratulieren zu diesem Sicherheitssprung. Er reicht auf jeden Fall, um den Sieg einzufahren. 123,5 reichen ihm. Um den Sieg heute ging es ihm nicht. Janne Ahonen gewinnt die 51. Vierschanzentournee. Sind das Emotionen da unten? Sie wissen es selbst, das ist die Art, wie er sich freut und das ist der Gruß an sein Kind und an seine Frau. War er sich so sicher, dass er die beiden Namen dann noch auf seine Handschuhe gemalt hat, habe ich auch noch nie gesehen. Frau Miko und Söhnchen Moi. Ja, Tommy Nikun. Der Trainer schüttelt den Kopf, weil er natürlich auch genau weiß, dass es besser geht. ...999,9 Punkte für Janne Ahonen. Und jetzt geht's hier um den Tagessieg. Das wird nicht reichen. Sigurd Pettersen bringt sich aus dem Rennen. Also kurze Korrektur. Die Frau von Janne Ahonen ist natürlich nicht Moi, sondern Tia. Also wird er einen Gruß an seinen Sohn losgeworden sein, der Janne Ahonen. Finde ich schön, dass er das macht. Sie sitzen daheim in Finnland und bewundern den Vater. Grüße via TV. Und jetzt sehen wir mal, ob sich wirklich ein Österreicher hier den Sieg unter den Nagel reißt. Björn Einar Romören hat auf jeden Fall schon einen Platz auf dem Treppchen sicher. Er liegt sicher auf dem dritten Rang. Und die Frage ist, haben Morgenstern und Liegel, die beiden Youngster, jetzt die Nerven? 16 Jahre jung, schafft der seinen ersten Weltcupsieg? Es wäre eine echte Sensation. Braucht jetzt etwa 125 Meter für
Platz 1. Oh, und er hat Rückenwind, der Thomas Morgenstern, und wird nach unten gedrückt. Er schafft es auf jeden Fall nicht. Das war zu wenig, 120 Meter für ihn. Und Bjørn Einar Homøren, ein Norweger, bleibt vorn. Nicht zu glauben, die Norweger haben so viele Springer, die davon reinspringen können. Auf einmal ist auch Homøren dabei. Es ist so oder so eine unglaubliche Überraschung. Sven Hannawald ist auf jeden Fall auf dem Treppchen, bleibt auf Rang 2 hier bislang in der Tageswertung hinter Bjørn Einar Homøren. Und das nur 0,7 Punkte zurück. Also der hat tatsächlich noch seine Chance gesucht, um den Tagessieg mitzuspringen. Sven Hannawald. Und jetzt fällt die Entscheidung. Homøren oder Nigel. So oder so hätte niemand damit gerechnet, dass einer von den beiden hier gewinnt. Homøren oder Nigel. Wer ist der Sieger von Bischofshof? Auch er hat Wind von hinten. Homøren hat 130,5 Meter gezeigt. Er braucht um die 125, Florian Nigel, und das schafft er nicht. Bjørn Einar Homøren gewinnt. Sven Hannawald müsste den zweiten Platz verteidigt haben. Nur 116,5 Meter, das war's für Florian Nigel. Der Sieger in Bischofshofen, unglaublich aber wahr, ist Bjørn Einar Homøren. Da würde ich gerne mal die Wettquote wissen. Von Platz 8 auf Platz 1. Bjørn Einar Homøren, der zweite Norweger in dieser Saison, der ein Weltcup-Springen gewinnt. Tag Sigurd Pettersen. Das ist eine Riesensensation. Für Mika Kojonkoski ein Riesentriumph. Der Mann, den er im letzten Jahr trainierte, Janne Ahon, der holt den Gesamtsieg. Und Bjørn Einar Homøren, der sein bestes Resultat in Engelberg erreichte, als Siebter. Da aber auch schon im zweiten Durchgang am weitesten sprang, der gewinnt bei der Vierschanzentournee und holt sich die 30.000 Schweizer Franken ab. Wir ziehen auf für Bjørn Einar Homøren den Hut. Hannawald gleich auf mit Andreas Kofler auf Rang 2. Janne Ahonen, was die Tageswertung angeht, Vierter. Also auch Hannawald hat sich da noch deutlich nach vorn verbessert. Da wäre wirklich der Tagessieg möglich gewesen. Ein halber Meter mehr hätte Hannawald gereicht. Dann hätte er Homøren überholt und hätte gewonnen. Faire Gratulationen nach einer Tournee, die sicherlich nicht zu vergleichen war mit der letzten. Und das sind Norweger unter sich. Roald Jokkelsøy wirft den Sieger Bjørn Einar Homøren da durch die Gegend. Der hat Jokkelsøy seinen Ärger schon verdaut über den vergebenen Platz auf dem Podium, was die Tournee-Gesamtwertung angeht. Da haben wir noch mal ganz in Ruhe die Übersicht dieses Springens. Bjørn Einar Homøren siegt vor Sven Hannawald und Andreas Kofler. Deutschland und Österreich also punktgleich auf Rang 2. Ahonen Vierter. Adam Malisch verbessert sich von Rang 20 auf Rang 7. Georg Späth mit dem zweitbesten Resultat seiner Karriere auf Rang 12. Nigel ist auch weit zurückgefallen auf den 9. Rang. Jokkelsøy und Höllwart haben ihre Hoffnungen auf eine gute Platzierung, auf eine noch bessere Platzierung in der Gesamtwertung hier liegen gelassen. Schmidt, 21. auf und ab. Die Jojo-Form hält an. Michael Uhrmann verpatzt den zweiten Durchgang und wird